Hallo, herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Philgut und ich möchte euch heute noch ein paar Infos zum IETI nachliefern. IETI oder IETI, der Selbstwickelverdampfer von Golden Greek. Ich habe euch letztes Mal gesagt, dass der ein bisschen knifflig zu wickeln ist, weil man zwei verschiedene Drähte braucht und eine neuartige Schnur braucht. Dieses Urteil habe ich ein bisschen revidiert in der Zwischenzeit. Das ist nicht sehr schwierig. Wenn man erst einmal verstanden hat, warum man zwei Drähte braucht, dann ist es eigentlich logisch. Und es dauert auch nicht viel länger als ein Boole Extreme oder eine Phantom zu wickeln. Bisschen länger schon, aber nicht viel länger. Ich zeige euch mal den Heizdraht. Ich habe vorhin neu gewickelt und habe mir noch einen auf Reserve gemacht. Wahrscheinlich kann man nicht allzu viel sehen. Normalerweise ist der so ein Stück. Ich habe ihn jetzt mal abgebogen, damit man das ein bisschen besser sieht. Man sieht hier diese dickeren Stellen beidseitig. Das sind die Stellen, wo der No-Resistance-Draht mit dem Kantal verflochten ist. Das heißt, die langen Drahtenden hier, die haben keinen Widerstand. Das ist der Draht ohne Widerstand. Der Widerstand ist nur auf dieser Strecke hier oben. Das ist der Kantal, der den Widerstand macht. Nun, interessant bei dieser Sache ist, ich fange ja, wenn ich die Wicklung mache, auf einer Seite an, den Kantal und den No-Resistance-Draht zusammenzudrehen und danach kann ich messen. Kann ich messen, wie viel Draht gibt mir den Widerstand, den ich brauche. Ich bin auf 2 Ohm gegangen, also kann ich mir messen, genau, dann muss ich hier umknicken und hier den anderen No Resistance Draht wieder andrehen. Und dann habe ich auf dieser Strecke 2 Ohm, oder ist mir jetzt auf 2,1 geraten. So genau geht es nicht, aber das passt allemal. Also das ist interessant, das ist ein Vorteil. Also ihr müsst nicht auf gut Glück wickeln und dann gucken, was rauskommt, sondern ihr könnt es wirklich während dem Wickeln ganz genau bestimmen, wie viel Ohm eure Wicklung, wie viel Widerstand eure Wicklung haben soll. Diese langen Enden an No-Resistance-Draht, also der Draht ohne Widerstand, die dienen übrigens nur dazu, die Wicklung, die fertige, unten am Sockel des IETI festzumachen. Deshalb dürfen die keinen Widerstand haben, da fließt einfach Strom ungehemmt durch. Und erst hier oben, das ist dann natürlich um die Schnur gewickelt, dieses Teil wird um die Schnur gewickelt, erst hier oben ist der Widerstand, der den Draht zum Glühen bringt und damit das Liquid verdampft. Also ganz schön durchdacht. Wenn man das mal verstanden hat, ist es sehr einfach zu wickeln und eben, man wickelt sehr effizient, weil man sich den Widerstand genau einstellen kann. Überzeugend. So, jetzt schauen wir mal drauf. Ich habe jetzt hier schon die Wicklung komplett drauf. Eben diese langen Drähte, die ich euch gezeigt habe, die führen eigentlich hier runter zum Sockel, werden einmal rundum gewickelt und festgezogen. Also es gibt keine Schrauben mehr, rein um den Sockel wickeln und gut ist. Nun, diese Wicklung wird hier, die Schnur wird hier in so Führungen eingespannt, reingepresst und dann kommt obendrauf ein Cone. Das habe ich euch schon gezeigt. So geht das. Der IMEO, der empfiehlt ja, diesen Cone zuzudrehen und dann wieder ein Stück aufzudrehen. Jetzt weiß ich, warum das so ist. Hier unten, also ihr seht hier, in dieser Führung, wo die Schnur läuft, das ist der einzige Punkt, wo Liquid durch die Schnur nach oben fließen kann. Wenn ich also ganz zudrehe, dann kommt da nicht mehr viel Liquid drauf. Es kommt zu wenig drauf, um den Wendel zu bedienen und es wird kokeln. Wenn ich aber eine halbe Umdrehung aufschraube, dann ist es genau richtig. Dann kann der Wendel immer genug Liquid draufziehen und verdampfen. Nun kann es passieren, dass euch ein bisschen zu viel Liquid unter den Cone gerät. Also habt ihr unter dem Cone mehr Liquid, als der Wendel verdampfen kann. Das ist dann so ein Blubbern beim Ziehen. Hört ihr das und merkt ihr das? Ich finde das sehr unangenehm. Ich mag das überhaupt nicht. Auch nicht an den anderen GGs, am AVS und so weiter. Nun, dann kann man das ganz einfach machen. Man dreht einfach ein Stück
weiter zu. Das heißt, es fließt weniger Liquid drauf, oben wird der Rest verdampft, der überschüssig war. Oder ich mache es noch rudimentärer, ich drehe den gleich ganz zu, dann dampfe ich das überschüssige Liquid weg und dann merkt ihr, sobald es ein bisschen kokelig schmeckt, drehe ich einfach wieder ein bisschen auf und gut ist. Also, ihr könnt hier mit diesem Cone den Liquidfluss regulieren. Tolle Sache, funktioniert einwandfrei. Finde ich begeisternd. Gut, jetzt schrauben wir die Hülse auf. Ah, so natürlich. Blöd. Voilà, das muss schön dicht sein hier unten. Und jetzt seht ihr, ich kann diesen Korn von hier oben bedienen. Also, ich muss den Ayeti nicht leer machen oder irgendwie was. Ich kann, wenn er gefüllt ist, kann ich den Korn von hier oben bedienen und den Liquidfluss verändern. Das ist eine tolle Sache, das ist sehr einfach. Müsst ihr ein bisschen rumprobieren damit und rumspielen, wie es euch am besten geht. So, wir kommen jetzt zum Live-Experiment. Ich fülle den jetzt auf. Wie gesagt, ich habe die Wicklung noch nicht getestet. Oh, da geht viel Liquid rein. Das ist jetzt wirklich Live-YouTube-Versuch, ob die Wicklung okay ist. Deckel drauf. Eigentlich kann man nicht viel falsch machen bei diesen Wicklungen, aber so wie ich mich kenne, schaffe ich es vielleicht doch. Auf den Provari drauf. So, jetzt gucken wir erstmal die Ohmzahl an. Könnt ihr wahrscheinlich nicht so gut sehen. 2,1. Ja. Gut, dann dampfen wir mal. Da tanzt der Bär. Die Schnur schmeckt die ersten paar Züge ziemlich scheußlich. Mag ich gar nicht. Ich habe sie zwar ausgeglüht vorhin, als der Wendel schon drauf war. Ich brenne auch immer die Enden ab, dass die nicht so ausfransen. Aber ein paar Züge muss man einfach durch. Aber geht schon. Jetzt kommt schon der Geschmack durch. Der Liquidfluss ist perfekt, also ich muss jetzt nichts ändern, sonst könnte ich, wie ich euch gezeigt hatte, mit dem Cone das einstellen. Habe ich gut getroffen, Wicklung passt, Liquidfluss passt, alles im grünen Bereich mit dem Ayeti. Das war's von heute, ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes und grüße euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.